herzlich willkommen, liebe Leute, zum letzten Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe Pilzpalast, das Castle Noon, von uns selbst gemacht, nachdem wir im letzten Part das hinzugesehen haben. Wie es Luigi gemacht hat, sind nun wir dran. Ja, der ganze Spaß, der wird zu Deutsch gesagt scheiße werden. Es geht ja einigermaßen dadurch, dass die Mobs hier sind und uns halt, wenn wir nicht gerade Dummheitsfehler machen, uns auch nichts passieren kann. Was die ganze Sache relativ angenehm macht. Wie gesagt, wenn man keine Dummheitsfehler macht, dürfte es kein allzu großes Problem sein. Aber ich mache das Zweite, was es macht, ist du als Fehler. Joa. Ja, moin. Wie lieber auch noch. 3 Stück. Mal sehen. Nee, aber ich spür's förmlich in meiner Aura, dass wir etwas hier. Die Frage ist nur, how long it will take. Ja, was für ein Punkt ist, wenn man hier lange genug wartet und alles. Ja, dass die Plattform danach verschwindet, das habe ich ganz vergessen. Was die Sache nicht gerade angenehmer macht. Joa, läuft, ne, der Teil geht ja soweit zumal. Und jetzt langsam wird's halt, jetzt call it lustig, aber ja, es muss mal schauen, inwiefern wir jetzt treffbar sind. Ich weiß es nicht, das werden wir mal sehen. Ich weiß eher auch nicht, ob wir das wieder als Mobs beenden können mit Abspannen oder nicht, das wird sich zeigen. Aber die Dinger, gut, können wir nichts. Wollte nochmal auf Nummer 6 gehen. Also, never know. Gut, das sollte uns das so relativ ein leistes sein, denn sobald das erste Mal springt. Wir haben das ganz genau jetzt. Haben wir den zum ersten Mal wegverbreitet hier. Das war nix. Aber wie wir ja noch wissen, er kommt wieder. Aus dem letzten Part. Yay, also noch nicht ganz hier Friede, Feuer, Eierkuchen, aber fast Friede, Feuer, Eierkuchen. Weil letztes Mal sehr super Stunt gemacht. Einfach ein bisschen mal anzauern und zauern, wie das Level so aufgebaut ist. Und jetzt können wir es eben selbst machen. Und die Ratten jetzt hier eben nochmal Bowser. Das sehen wir hier ganz schön. Und dann kommt er nämlich wieder. Er taucht wieder auf. Krasse Geschichte, krasse Sache, ne? And here we are again. Ja, da freut es die Peach. Aber was ist jetzt? Ein Gitter. Wir haben nicht mit Bowser Sunia gerechnet und dem Riesen Bowser. Oh mein Gott. Ja.
Den müssen wir zum einen auch ausweisen, weil die Dinger könnten mich, glaube ich, sogar ficken oder ich habe keine Ahnung. BBB. Das müssen wir ein paar Mal machen, den ganzen Spaß. Nee, muss man, darf man eigentlich nicht rein. Das Ding kann man es ja trotzdem erdrücken, oder? Da muss man erst aufpassen. Das kann ja erstmal ganz schief gehen hier. So, ja gut, jetzt kommt Bowser zurück hier. Und jetzt kommen auch noch solche Dinger hier, die man ausweisen muss. Ihr seht schon. Es wird nicht einfacher. Kommen auch noch Bomben hier. Also jetzt ist hier volle Dröhnung. Shit! Als ob das geht, Alter. Ja, come on. Das war es nicht vorherzusehen. Nein. Ach du Scheiße, ey. Ich muss ja erst aufpassen. Das kann das heißer machen. Jetzt bin ich ein bisschen jetzt sehr im Eck hier. Jetzt hat. Digga, bist du also nicht der unterwegs hier? Aber so kann man eigentlich das Essen von dem fernhalten. Und zwar relativ gut. Und das funktioniert tatsächlich. Und es klingelt bei mir. Kurzer Cut. So, da bin ich wieder. Es geht hier spannend weiter. Oder ätzender weiter, however you want to call it. Aber man merkt, das Ende steht bevor. Langsam, aber sicher. Und ich glaube, hier haben wir es. Nun endlich. Der Untergang von Bowser. Und tschüss! Ja, so. Und da freut sich Mopsi. Und nun ist Mario da. Der Urlaub hatte, wenn Mopsi es erledigt hat. Und holt Peach ab. Mopsi ist hier da hinten so. Und nun sind Mario und Peach wieder beisammen. Und die gehen im Pilzkönigreich. Das Böse ist weg. Der Frieden ist wiederhergestellt. Sonics Pilzkönigreich. Und hier sehen wir noch die Gegner. Allen voran Bowser Junior, die weg wollen. Aber halt. Da ist Bowser. Also sieht eigentlich nicht mal so fest aus. Und das kann nur schief gehen. Ja, ich glaube, das war's, ne? Da ist nicht mehr viel übrig. So. Verdient haben die es. Und Peach, Mario, Toad, Toadette und Luigi und Mopsi da oben auf dem Turm freuen sich über ein gelungenes Abenteuer. Und ja, liebe Leute, das war's dann mit unserem Let's Play zu New Super, oder mein Let's Play
So, New Super Wild Bros. Yo. Deluxe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke für alle Tipps, fürs dabei sein bei dem Let's Play. Mir hat's trotzdem teilweise sehr easy stellen, easy mode. Und trotz den Rätselchen doch hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen. Mit dem Outro sagt es herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mario-Projekt wieder dabei, was im Deck startet. Macht's gut, bis dahin und ciao! Yeah.